Ja, hier ist der Matti aus Berlin, YouTube-Username Comic Matti mit einem ganz neuen Skandalvideo. Ihr wisst ja, ich erzähle in diesen Videos immer von Erlebnissen, die ich in den letzten 11 Jahren hatte. Und also von 1991 bis 1994 hatte ich ja schon mal ein Gameland. Daraus gibt es auch Geschichten. Und dann von 2000 bis jetzt, wir haben jetzt Januar 2012, alles, was ich so erlebt habe, darunter sehr, sehr skurrile, abstrakte, merkwürdige Geschichten, alles wahr und nichts erlogen und lesbar auch in meinen Tagebüchern, die immer so alle 2 bis 8 Wochen kommen und schon von über 580.000 Menschen gelesen, und auch diese Skandalvideos sind ja bei euch immer sehr beliebt. Ja, ihr könnt natürlich wie immer eure Meinung zu den einzelnen Vorfällen schreiben unter meine Skandalvideos oder auch eigene Erfahrungen erzählen, auch natürlich umgekehrt mit Verkäufern. Natürlich machen Verkäufer auch Fehler, auch ich habe schon viele Fehler gemacht in meiner Karriere als Selbstständiger, ist ja ganz klar. Ich erzähle ja hier auch nicht von irgendwelchen normalen Streitigkeiten, die man immer mal hat, sondern wirklich schon von den extremsten Streitigkeiten. Namen werden nicht erwähnt, es werden auch keine genauen Personenbeschreibungen geben. Also es ist im Großen und Ganzen natürlich anonym. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Leute anzuprangern. So, es sind diesmal doch eine ganze Menge Sachen, die muss ich jetzt aus der Erinnerung zurückerarbeiten. Und deswegen habe ich mir hier so kleine Notizen gemacht, erzähle aber trotzdem frei heraus. Das seid ihr bei mir ja auch so gewohnt. Und fange jetzt mit dem ersten Fall gleich an. Da muss ich das mal kurz lesen. Ach genau. So, die erste Geschichte handelt von einer Frau, die in den Laden kam. Wie gesagt, die Erlebnisse, die ich euch erzähle, spielen von 1991 bis 94 und von 2000 bis 2001, bis 2012, also bis jetzt praktisch. Ich erwähne jetzt aber nicht immer, das ist vor 3 Wochen oder vor 4 Jahren, weil das ist ja unerheblich, denke ich mal. Also, eine Frau wollte bei mir einen 50-Euro-Schein wechseln, was an sich jetzt ja, kann sie ja gerne machen, nur bin ich keine Wechselstube. Kleingeld ist bei Geschäften, kleineren Geschäften natürlich auch immer Mangelware. Wenn ich zum Beispiel Kleingeld in meiner Kasse brauche, muss ich bei der Bank dafür eine Gebühr bezahlen, pro Rolle 25 Cent. Besonders lustig immer dann, wenn ich mir 1 Cent Rollen hole. Und ich konnte ihr das nicht wechseln. Sie wollte das nämlich in Hartgeld gewechselt haben, also in 1-Euro-Stücke. So, damit war ich nicht einverstanden. Und daraufhin war sie der Meinung, sie müsste auf den Boden spucken. Und zwar, wenn ich jetzt spucken sage, war das nicht irgendwie so, sondern so einen auf diesen. Und das war natürlich super eklig. Ich bin dann natürlich sofort gleich mit einer Rolle nach vorne gerannt. Und da war dann auch so ein schöner Grüner. Sie war leider schon gegangen, sonst hätte sie nämlich danach auch einen grünen Arsch gehabt. So doll hätte ich zugetreten. Ja, also wenn euch mal jemand auf der Straße fragt, können Sie mir vielleicht mal 1 Euro wechseln oder 10 Euro. Rechnet immer damit, dass ihr danach erstmal von einer schleimigen Bakterienschleuder ertrinken oder erschlagen werdet. So, das war der erste Fall. Der zweite Fall handelt von einem jungen Mann, der in den Laden kam und sich ein Xbox-Spiel kaufen wollte. Also nicht Xbox 360, sondern Xbox-Spiel, also der Vorgänger von Xbox 360. Und der Meinung war, er müsste alles singend mitteilen. Der hat also praktisch alles, was er gesagt hat, eben gesungen. Das klang auch einigermaßen. Sein Akzent war ganz in Ordnung. Das war jetzt ein Berliner, das ging schon einigermaßen. Und also berlinerisch hat er Icke will und so gesungen. Und ja, und ich konnte ihn sogar verstehen, habe aber nicht zurückgesungen, weil mir das war ein bisschen zu blöde. Dafür habe ich sein Geld kassiert, ist ja auch schön. Ja, und der ging dann auch singend raus und den habe ich nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, wenn er nicht gestorben ist, wird er heute noch singen. Ich weiß nicht, ob er das generell so macht, überall. Vielleicht ist er ja Richter an irgendeinem Gericht. Ja, ich verklage dich zu 600 Jahren, weiß ich nicht, Po abwischen bei, weiß ich nicht, Angela Merkel oder so, keine Ahnung. Aber gut, das war jetzt eigentlich eher mal, ja, was Lustiges, nichts Negatives. So, dritte Geschichte. So, blablabla. Genau, das ist eine sehr abstruse Geschichte. Also finde ich schon ein bisschen pervers. Ich bin ja waschechter
Berliner, Berlin-West geboren, 1965. Und in Berlin ist es üblich, dass man auch Berlinert. Ja, das kommt vor. Ich Berliner nicht extrem, das kann ich euch sagen. Da gibt es Leute, die Berlinern wesentlich mehr. Dass ich auch sehr gut Hochdeutsch sprechen kann, liegt daran, weil ich 10 Jahre lang auch mal in der Nähe von Lübeck gelebt habe. Viele wissen ja auch warum. Und deswegen kann ich beides. Ich kann extrem Berlinern, aber ich kann auch Hochdeutsch sprechen oder so ein Kauderwelsch. An dem Tag habe ich halt Berlinert, weiß nicht, vielleicht war ich gut drauf oder hatte an dem Tag mit vielen Berlinern zu tun, was ja in Berlin jetzt nicht so außergewöhnlich ist. Diese Frau kam scheinbar nicht aus Berlin und beschwerte sich jämmerlich, dass ich Berlinern würde. Jetzt muss ich nochmal nachlesen. Genau, sie verbot mir oder wollte mir verbieten, weiterhin Berlinerisch zu sprechen, weil sie, so wörtlich, diese Sprache, dieser Dialekt asozial wäre. Man könnte diesen Dialekt überhaupt nicht verstehen, das wäre noch nicht mal Deutsch. Und sie erwarte von einer deutschen Stadt, dass man eben auch Deutsch spricht. Im Übrigen hat sie sehr bayerisch gesprochen, das nur mal als am Rande. Und ja, meinte, sie würde nur bei mir eben sich umschauen und ein Spiel eventuell kaufen, wenn ich bloß nicht Berlinern würde, da sie diese Sprache hassen würde. Nun habe ich schon ein bisschen rumberlinert, als sie reinkam, das lässt sich nicht vermeiden. Habe auch noch einen Anruf zwischendurch gehabt, wo ich dann auch noch ein bisschen berlinern musste. Ihr wisst ja, wir Berliner machen aus ich, icke oder weste, weißt du, oder das sind ja so Sachen. Und ja, natürlich habe ich nicht aufgehört zu Berlinern. Im Gegenteil, ich habe mich so verwundert über die Frau, dass ich noch mehr Berlinert habe. Und darauf ist sie dann auch rausgelaufen. Wahrscheinlich ist sie auch keine Berliner Pfannkuchen oder sonst irgendwas. Die hat wohl was gegen Berliner. Dann sollte sie aber nicht unbedingt in Berlin einkaufen. So, das fand ich schon ein bisschen, ja, sagen wir mal, merkwürdig. So, dann der vierte Fall. Wurde bei ihren Eltern behaupten, ich hätte so... Ah, genau, das waren zwei, da waren zwei Jungs da, circa im Alter von 12 Jahren, vielleicht auch 11, 12, 13 Jahre, und die wollten unbedingt mal in den 18er Indexschrank hineinschauen, was sie natürlich nicht dürfen und was wir auch nicht zulassen, deswegen ist die Ware ja auch verschlossen. Und sie wollten aber unbedingt da mal reingucken, haben mir dann sogar 10 Euro geboten, wenn sie dort mal hineingucken dürften. Jetzt muss ich nochmal kurz Sitztraude finden. Achso, sie, genau, jetzt weiß ich wieder, sorry. Aber die, manche Sachen sind wirklich 6-7 Jahre her. Und ich habe die teilweise nicht aufgeschrieben. Deswegen habe ich da gestern ganz schön lange dran gesessen, mir so ein paar Sätze auszudenken. Deswegen so die kleinen Unterbrechungen, aber immer noch besser, als wenn ich alles ablesen würde. Also zurück zum Punkt. Die haben halt zu mir gesagt, sie möchten in diesen 18er Schrank reingucken, würden mir 10 Euro dafür geben, nur dass sie da reingucken dürfen. Sollte ich das nicht tun, würden sie bei ihren Eltern behaupten, dass ich ihnen 10 Euro gegeben habe, damit sie dort reingucken. Also genau die Geschichte umdrehen, das heißt, dass ich halt Lust und Interesse darauf habe, gegen das Gesetz zu brechen und mich mit den Eltern anzulegen und was weiß ich alles zu tun, und dafür gebe ich ihnen auch noch 10 Euro. Und das habe ich natürlich nicht gemacht. Am liebsten hätte ich ihre 10 Euro genommen und sie trotzdem rausgeschmissen, aber ich bin ja mal nicht so. Also ich habe sie natürlich nicht in den Schrank reingucken lassen, habe mich auch nicht erpressen lassen. Die sind dann auch gegangen, haben gesagt, warte mal ab, naja, kommt ein Anruf von meinem Vater, von wegen hier, du wolltest uns hier verlocken und so weiter. Klar, man kennt ja so falsche Behauptungen und Unterstellungen. Gott sei Dank befinden sich in meinem Laden seit 2001 zwei Kameras, die rund um die Uhr online sind und die auch Sprache, Ton und was weiß ich alles aufnehmen. Und da hätte ich mich sowieso, ja, beweisen können, dass ich unschuldig bin. So, fünfte Geschichte. Genau, ein Mann bot mir 5 Sega Mega Drive Joypads an. Sega Mega Drive ist der Nachfolger vom Sega Master System, danach kam dann Saturn etc. Sega Mega Drive ist sehr kultig, wie ich finde, genauso wie das Super Nintendo, und bot mir also 5 Joypads an, angeblich Funk-Joypads. Das heißt, ohne Kabel, die einfach mit Batterie und so Funk funktionieren. Das Dumme war bloß, dass man unten sah, dass die Kabel, die zur Konsole gehen, abgeschnitten wurden. Also das hat er unten gar nicht groß beseitigt, sondern einfach unten abgeschnitten und hat gesagt, so, die Dinger sind Funkdinger, die würden hervorragend funktionieren und hätten eine Reichweite, ich muss es nochmal nachlesen, sonst kann ich es gar nicht glauben, sie hätten eine Reichweite von 3000 Metern. Also 3 Kilometern könnte ich jetzt mit diesen Geräten, also mit den Joypads spielen.
Also ich weiß nicht, was das dann für eine Funkanlage ist, wahrscheinlich so busgroß oder keine Ahnung, oder man muss sie sich hinter sich herschieben oder man muss den Sega Mega Drive, keine Ahnung, in der Tasche haben oder so, sonst was. Aber dreist ist es wirklich, fünf völlig schrottige, ausgeleierte Joypads, Sega Mega Drive Joypads anzubieten und zu behaupten, es wären Funk-Joypads und dann unten noch nicht mal sich die Mühe machen, das irgendwie zu verarbeiten. Aber dann die nächste Behauptung, das wären also was ganz Neues, so mit 3000 Metern Reichweite, vor allen Dingen was ganz Neues. Ich meine, der Sega Mega Drive ist ja nun schon sehr lange vom Markt genommen. So, aber jetzt gucken wir mal, ob wir noch einen sechsten Fall finden. Wenn nicht, erzähle ich gleich im zweiten Teil weiter. Genau, eine ältere Frau behauptete dreist, in meinem Laden würden sich nur Kopien befinden. Und zwar alles. Also alles, wahrscheinlich ich, der Tresen, alles, was in dem Laden ist, ist definitiv nicht original. Die Spiele sind raubkopiert und so weiter und so fort. Und sie hat das damit begründet, dass ich ein Pole sei, der perfekt Berlinern würde. Und in Polen ist alles kopiert. Also jeder Pole oder jeder, der aus Polen kommt, handelt nur mit Raubkopien. Ich weiß nicht, ich dachte immer so, das gibt es ja diese Vorurteile, hier Auto klauen oder lass mal in Polen nichts unverschlossen stehen, diese teils albernen, vielleicht auch manchmal wahren Vorurteile, kann ich nicht beurteilen, habe die Erfahrung noch nicht gemacht, gibt es ja, aber dass alles, was aus Polen kommt, kopiert ist und ich mich als Pole praktisch tarne im perfekten Berlinerisch und alles Raubkopierer verkaufe. Ich habe ungefähr 5.000, 6.000 Spiele im Laden, da habe ich also überall alles kopiert und so weiter und ich melde mich gleich im zweiten Teil. Bis dann, euer Matti aus Berlin. Mit der Knarre kann man jetzt echt hier Kunden in kleine Zwerge verwandeln. Seid ihr sicher? Soll ich die mal ausprobieren? So, na, ihr wisst ja, man löst seine Probleme immer gewaltlos. Wo habe ich denn jetzt den Zettel? So, willkommen im zweiten Teil. Legen wir gleich los. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck. Wo war ich denn jetzt eigentlich stehen geblieben? Genau, also die war halt der Meinung, alles ist falsch. Und ja, gut, mit dieser Meinung konnte sie dann auch wieder gehen. Ich muss ja noch nicht beweisen, dass ich in Pole bin. Erstens mal kann ich überhaupt nicht Polnisch. Und zweitens, selbst wenn ich bewiesen hätte, dass ich ein echter Berliner bin, hätte sie dann wahrscheinlich sonst irgendwas erfunden oder keine Ahnung. Wahrscheinlich meine Geburtsurkunde habe ich auch noch kopiert und erfunden und was weiß ich. Aber es war schon ein bisschen skurril, dass sie das unterstellt hat. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt Obst verkauft hätte, dass sie dann gemeint hätte, das wäre alles aus Wachs oder so. Aber scheinbar hat die so ihre Probleme mit Polen. So. Was schickt da? Auf der Schulter, mein Laden wartet mich davor, dass eine Tür. Genau, da kam ein Mann in den Laden und er hatte vier Ratten auf der Schulter. Ich habe mal schon gesehen, dass jemand mit einer Ratte spazieren geht oder mit einer Ratte verheiratet ist oder, weiß ich nicht, bei einer Ratte arbeitet oder hier oben eine Ratte hat. Der hatte vier Ratten, also so eine hier und die anderen waren so halb-halb und alle mit so komischen Leinen verbunden. Also ich weiß nicht, da hätte er so eine Steinschleuder draus machen können oder vielleicht macht das ja auch, wenn er einen Bus verpasst hat. Zwischen die Räder, aber keine Ahnung. Jedenfalls stand der vor mir und ja, zuerst war der relativ normal. Zu dem Zeitpunkt lebte noch meine liebe Hündin Matze und Matze ist halt so ein Typ immer gewesen, also eine Hündin, die alles, was irgendwie interessant ist, neu riecht oder neu wirkt oder so, sie immer drauf zu. Wie gesagt, wenn dann eine Büffelherde auf sie zugekommen wäre, dann hätte sie mit dem Schwanz gewedelt und sich gefreut, dass da irgendwie 600 Büffel auf sie zurennen. Aber in dem Falle war es natürlich für sie auch interessant. Gott sei Dank ist der Raum, wo sich meine Hündin aufhielt, abgegrenzt, sodass sie sich nur hinter dem Tresen aufhalten konnte, hinter dem Verkaufstresen, damit sie nicht alle Kunden anspringt. Aber sie kam so von hinten hervor, wedelte mit dem Schwanz und weiter sich. Und da meinte er, oh, pass auf, du, nimm mal deinen Hund weg, du, meine vier Ratten, die fressen Hunde. Das hätte ich jetzt, ja, wenn es nicht mein Hund gewesen wäre, in Zeitpunkt hätte ich natürlich gern mal gesehen, ob vier Ratten einen Hund fressen, einen lebenden Hund fressen. Hätte mich jetzt mal interessiert, aber er hat gesagt, entweder geht der Hund, mein Hund jetzt weg, oder er müsse den Laden verlassen, weil er kann nicht garantieren, dass meine Hündin danach noch leben würde, weil seine vier Ratten Hunde fressen würden. Gibt es Rattenfutter aus Hundefutter? Keine Ahnung. So. Jetzt der neunte Fall. Was? So meiner Fu. Genau, das war eine Frau, die war auch hervorragend. Ich habe die praktisch durch das Schaufenster schon ankommen sehen. Die hat gehumpelt, ist immer so ganz komisch gelaufen, hat immer nach hinten geguckt, aber dachte ich, hat die Verfolgungswahn oder keine Ahnung.
und blieb dann vor meinem Laden vor der Eingangstür stehen. Wir haben da jetzt so eine dicke schwarze Fußmatte liegen, also eine sehr stabile. Und dann merkte ich so, sah ich von draußen so, wie die immer einen auf diesen machte. Ich dachte irgendwie, die ist irgendwo hängen geblieben oder mit ihren Stöckelschuhen oder keine Ahnung. Und das machte die so 2-3 Minuten, dann bin ich hingegangen und dann habe ich gesagt, sag mal, was machen Sie da eigentlich? Die Antwort brauchte gar nicht mehr kommen, ich roch sie. Sie ist wohl auf der Straße in Hundekacke reingetreten und war nun der Meinung, sie könnte das an meiner Fußmatte abwischen. Ja, sie wolle in den Laden reinkommen, also als ich dann sagte, sag mal, Sie können doch nicht die Hundescheiße an meiner Fußmatte abwischen, sagt, ja, wieso ist es besser, wenn ich das in Ihrem Laden verteile? Sag ich, nee, aber da vorne ist eine Bordsteinkante oder Sie nehmen sich ein Fragen nach einem Tuch und was weiß ich alles, da gibt es ja nur mehrere Möglichkeiten, Hundescheiße an der Schuhsohle loszuwerden. Sie war aber der Meinung, der Bürgersteig gehört allen, somit gehört ihr auch die Fußmatte, da die liegt ja auf dem Bürgersteig und sie hätte das Recht als deutsche Fußgängerbürgerin an meiner Fußmatte ihre Hundescheiße abzuwischen. Also Vorsicht Leute, wenn ihr vielleicht mal auf dem Bürgersteig steht und euch unterhaltet mit einem Freund oder mit sonst wem, kann es sein, wenn diese Frau kommt, dass irgendwie ihr ein Rütteln an euren Schuhen bemerkt oder an euren Beinen oder auf eure Schulter und sie ihre Schuhe von Hundescheiße reinigt. Die Frau habe ich nicht in den Laden gelassen und habe die Fußmatte im Übrigen danach weggeschmissen. Eigentlich hätte ich sie gerne in Rechnung gestellt, aber diese Fußmatte war nun sehr günstig. Aber es war schon eine sehr dreiste Geschichte, mit ihr darum zu diskutieren. So, ja, das war im Sommer in diesem Jahrhundert. Ich habe eine ganze Zeit lang oder eigentlich immer noch, dass wenn draußen so die Pollen fliegen, also von irgendwelchen Pflanzen oder Gräser, hier die Hafer sich sticht und wächst oder was weiß ich, dann neige ich manchmal dazu im Sommer so eine bestimmte Anzahl von Monaten oder Wochen sehr häufig zu niesen. Und das geschah auch im Sommer an einem Tag, wo ein Kunde, was eine Kundin, ist ja auch egal, nee, ein Kunde, als ich dort nieste und dann kam die Frage, ob ich erkältet sei. Ich sage, nö, ich bin jetzt gegen Pollen empfindlich. Da sagt sie, ist ja noch schlimmer. Ist ja noch schlimmer. Ich sage, was ist daran schlimm? Ich meine, wenn ich niesen muss. Dann meinte sie, ja, also hier Pollenallergie, das ist ja nun höchst ansteckend. Also ich weiß, man kann jetzt sich von Herpes, AIDS oder was weiß ich anstecken lassen, natürlich nicht übers Niesen, aber dass man eine Pollenallergie sich anstecken kann, also das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gehört, aber sie war der Meinung, dass ich sie damit anstecken könnte, dass sie in Zukunft gegen Pflanzen oder Gräser empfindlich sei und meinte, die musste leider den Laden verlassen, weil sie eben diese Pollenallergie nicht haben wollte. Habe ich auch noch nicht gehört. Ist mir auch neu gewesen. So, und jetzt habe ich noch zwei Fälle. Eine Gruppe von ungefähr 12 Jugendlichen im Alter von, schlag mich tot hier, 9 bis 15 oder 16. Auf jeden Fall waren es noch alle Minderjährige. Und es waren ca. 9 Jungs ungefähr und 3 Mädels. Und die kamen in den Laden rein und wollten alle hatten ihren Gameboy mit, also beziehungsweise, ja, alle hatten ihren Gameboy mit und die wollten halt alle, den DS hatten sie mit, ein Spiel anbieten. Das ist bei mir möglich, wenn die Spiele nicht verschweißt sind, kann man sie ausprobieren, nicht ob sie funktionieren, das tun sie nämlich, sondern einfach zu gucken, ist das überhaupt mein Fall oder so, nicht immer entsprechend die Bilder und das Geschriebene hinten dann wirklich sagen irgendwas über die Qualität des Spiels aus und alle wollten das nun haben, irgendein Spiel. Ich war natürlich reichlich damit beschäftigt, die ganzen Spiele rauszusuchen. Mir fiel dann auf, dass ungefähr 4-5 der Leute tatsächlich dann anfingen mit dem Game Boy zu spielen und mich immer wieder in irgendwelchen Fragen zu verwickeln, während die anderen versuchten, was steht hier dran? Achso. Genau, die anderen versuchten dann zu klauen. Die haben sich dann so in den Raum verteilt. Also ich habe hier mein Regal, wo die DS-Sachen drin sind. Hinterm Tresen habe ich eine Schublade, wo ich die Module drin habe, wegen der Klauerei an sich. Die Packungen sind alle leer bei mir in der Regel.
Und ich wurde dann halt immer zu dem Regal gerufen und was ist denn das für ein Spiel? Und dann ist praktisch der hintere Bereich sozusagen unbeobachtet. Und ich sah immer nur so aus der Seite, wie sie, ach, man merkt einfach, wenn jemand versucht zu klauen, wie er dann guckt und irgendwelche angefangene Bewegungen wieder zurückmacht und was weiß ich alles. Ich erwähnte dann so mehr beiläufig zu den vorne stehenden, sagte ich, mal gut, dass die Packungen hier alle leer sind, aber ich habe auch ein paar Stofftiere, also Mario, Sonic und was weiß ich alles im Laden rumliegen. Vielleicht haben sie es darauf abgesehen. Ich habe dann mich irgendwann hinter den Tresen gestellt, da konnte ich den ganzen Laden beobachten und dann wollten auch die restlichen DS-Spieler haben. Da musste ich allerdings aufpassen, dass ich meine DS-Spiele auch wieder zurückkriege, denn ich habe insgesamt zum Schluss 12 DS-Spiele herausgegeben und zurück bekam ich 8, also dann summa summarum fehlten 4 und nach langem Hin und Her, als ich dann noch mit den Kameras drohte und mit Polizei etc., bekam ich dann auch die restlichen 4 Module wieder zurück, die rein zufälligerweise noch im DS steckten, so, ach, das habe ich ja gar nicht bemerkt. Also, das heißt jetzt nicht, dass immer, wenn eine Gruppe von Jugendlichen oder Erwachsenen den Laden betreten, dass da geklaut werden soll, aber nicht selten ist es wirklich so, dass sie in Gruppen reinkommen, können auch nur 3 oder 4 Leute sein. Von 2 oder 3 Leuten wird dann abgelenkt und die anderen Leute wollen klauen. Nicht ohne Grund habe ich mir damals auch die Kameras beschafft. So, jetzt kommen wir zum letzten. Was steht hier? Genau, das war Weihnachten vor etlicher Zeit. Da kam ein sehr besoffener Weihnachtsmann in meinem Laden ohne weißen Bart, wie man es jetzt ja gewohnt ist. Und wollte für, was, das muss ich hier lesen, für hungernde Kinder, wohlgemerkt hat er gesagt, ich möchte, er sammle Geld für hungernde Kinder in Alaska. Also in Alaska gibt es hungernde Kinder und für die würde er sammeln. Also natürlich alles im perfekten Besoffisch. Und er hatte so einen großen Mülleimer. Also wisst nicht, stellt euch jetzt mal so einen Mülleimer hier vor. Ihr wisst ja, wie ein Mülleimer aussieht. Und darüber hat er Alufolie gespannt und dann so einen Ritz oben reingeritzt. Das war sozusagen seine Spardose und da könnte man jetzt was reinschmeißen. Genauso breit, dass was weiß ich, da ein 600er Schein reinpasst oder keine Ahnung. Und er würde sammeln, er hatte keinen Spendenausweis. Er hatte eine rote Jacke, wie gesagt, an, so eine komische Weihnachtsmütze ohne Bart, stinkt besoffen und wollte halt für die armen, armen Kinder sammeln. Was steht drauf? Genau, und dann sagte ich ja, wie kommen Sie darauf, dass Sie hier irgendwie sammeln dürfen? Er meinte, ja, er würde das vom Rathaus aus machen. Er hätte hier auch entsprechende Karten vom Rathaus, die hat er dann vorgelegt. Und ich habe mir die Karte mal genauer angeguckt. Da war vorne praktisch das Rathaus abgebildet und hinten waren die Öffnungszeiten der Bürgersprechstunde drauf. Das war also praktisch die Bestätigung, dass er Spenden sammeln darf für hungernde Kinder in Alaska. Und er wollte für jedes Kind, welches er betreute, das waren 7 oder 8, 10 D-Mark haben. Also zu der Zeit galt noch 10 D-Mark. Und seitdem bin ich misstrauisch, wenn ich Weihnachtsmänner sehe, die besoffen sind, ohne Bart kommen, mit einem präparierten Mülleimer reinkommen und für Kinder, für hungernde Kinder in Alaska sammeln. So, das waren jetzt meine Erlebnisse. Wenn, ganz ehrlich, wenn man länger so mit Leuten zu tun hat, dann wird man irgendwo mal monogramm oder stereotypisch. Aber man muss halt seine Nerven behalten und wenn man seine Nerven irgendwann nicht mehr hat und die Leute einen zu sehr auf den Geist gehen, dann gibt es nur eins. Und ihr seid wirklich sicher, dass man mit dem Ding hier die Kunden schrumpfen lassen kann? So, dann gibt es nur eins, Leute. Pure Gewalt, aber das meine ich jetzt nicht wirklich ernst. Bis jetzt hat mich noch nie irgendjemand angerührt, es ist noch nie irgendwas passiert, viele Kunden drohen nur. Und nochmal, ich sag's in fast all meinen Skandalvideos, 95%, na sagen wir 90% aller Kunden und Kunden sind absolut normal und nett. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Teil, bleibt alle gesund und ich wünsche euch ein geiles Jahr 2012. Bis dann, euer Matti aus Berlin, woher auch sonst.